Hangman von Denkriesen ist ein Spielblock und sozusagen eine Variation des Spielklassikers Galgenmännchen. Hier im Video wird die Klassik-Edition verwendet. Es sind bereits verschiedene Versionen des Spiels erschienen. Diese unterscheiden sich lediglich in den Begriffen. Die Spielregeln sind dieselben. Das Ziel ist es, einen bestimmten Begriff zu erraten, bevor das Galgenmännchen ausgemalt wurde. Der Hangman ist der Spieler, der den Begriff erraten muss. Währenddessen leitet der Buchstabenmeister das Spiel. Der Hangman reißt das untere Stück des Spielblattes raus. Er darf sich dabei aber auf keinen Fall die Rückseite davon ansehen. Diesen Lösungszettel gibt er nun an den Buchstabenmeister. Der Buchstabenmeister sucht sich einen der zwei Begriffe auf der Rückseite aus. Den anderen streicht er durch. Der Hangman nennt einen Buchstaben und streicht diesen auf seinem Alphabet durch. Der Buchstabenmeister sagt nun, ob der Buchstabe in dem gesuchten Lösungswort enthalten ist. Falls ja, verrät er ihm, an welcher Position sich dieser Buchstabe befindet. In diesem Fall Position 4 und 5. Somit darf der Hangman den Buchstaben an die jeweiligen Positionen eintragen. Der Hangman nennt nun wieder einen Buchstaben seiner Wahl und streicht ihn durch. Der Buchstabenmeister wirft wieder einen Blick auf seinen Lösungszettel. Wenn der Buchstabe nicht im gesuchten Wort vorkommt, so muss der Hangman einen Körperteil durchstreichen. Ein Körperteil kann natürlich auch angemahlen werden. Sobald alle 10 Körperteile des Hangman durchgestrichen bzw. angemahlen wurden, ist das Spiel vorbei und der Hangman hat verloren. Übrigens, auch wenn der Hangman vorab versucht, das Lösungswort zu erraten und dies dabei falsch ist, muss ebenfalls ein Körperteil daran glauben. Wenn der Hangman das gesuchte Lösungswort erraten hat, bekommt er dafür einen Punkt. Dieser kann auf dem Lösungszettel eingetragen werden. Der Lösungszettel mit den Punkten darauf geht an den Hangman. Anschließend werden die Rollen getauscht und eine neue Partie kann losgehen. Der Hangman darf vor Spielbeginn bereits Felder ausmalen und somit seinen Einsatz erhöhen. Jedes vor Spielbeginn ausgemalte bzw. durchgestrichene Feld zählt für einen zusätzlichen Punkt. Je mehr Körperteile eliminiert wurden, desto höher ist der Einsatz. Aber Achtung, dadurch wird es aber schwieriger, das Lösungswort zu erraten, weil man sich ja weniger Fehler erlauben darf. Der Einsatz wird in das Einsatzfeld eingetragen. Und nicht vergessen, sobald der Hangman das gesuchte Wort richtig erraten hat, bekommt er dafür einen Punkt. Und falls er vor Spielbeginn einen Einsatz gesetzt hat, diesen zusätzlich dazu. Wie wir bereits wissen, werden nach jeder Runde die Rollen von Hangman und Buchstabenmeister getauscht. Man spielt insgesamt so viele Runden, wie man möchte und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Sollten mehr als zwei Spieler gleichzeitig Hangman spielen wollen, gibt es den sogenannten Party-Modus. Hier übernimmt ein Spieler die Rolle des Buchstabenmeisters, also der Spieler, der den Lösungszettel bekommt. Die restlichen Spieler schlüpfen gemeinsam in die Rolle des Hangman und versuchen der Reihe nach das Lösungswort zu erraten. Der Spieler, der gerade an der Reihe ist, darf so lange raten, bis er einen falschen Buchstaben oder ein falsches Lösungswort nennt. Der Spieler, der zuerst das richtige Lösungswort nennt, hat gewonnen.